Als Blackroll versuchen wir seit Jahren oder eigentlich schon immer das Thema Regeneration den Menschen zu vermitteln. Aktive Regeneration mit der Faszienrolle beginnend. Mittlerweile fokussieren wir uns mehr und mehr auch auf das Thema passive Regeneration. Deswegen haben wir unsere Schlafprodukte natürlich dabei. Vorneweg die Matratze, Kissen und Bettdecken, wo wir versuchen zu zeigen, wie wichtig Schlaf ist für die Performance am Tag, für die Performance nach dem Training. Wir haben verschiedene Regenerationsprodukte dabei im Bereich Kompressionsboots, aber auch neue Innovationen wie die Slope, wo wir in eine vermeintliche Badeschlappe sehr viel Funktion integriert haben. Also man hat dadurch ein Regenerationstool, das man in seinen Alltag in Form von dieser Schlappe integrieren kann. Man steht da rein wie in jede Schlappe, man steht hinten aber tiefer wie vorne, steht dadurch deutlich aufrechter, man entlastet den unteren Rücken, die Knie, die Hüfte. Und sobald ich ins Laufen komme, hat die Schlappe eine Rocker Sole. Ich laufe dadurch sehr aktiv. Komplette Rückenfaszie wird aktiviert und mein Gesäß etc. Dadurch haben wir eine tolle Kombination aus passiver und aktiver Regeneration in ein Produkt verpackt, das man einen schönen Alltag integrieren kann. Wir haben natürlich gute Produkte, die sich in jedes Studio toll integrieren lassen. Hier haben wir auch neue Konzepte, die wir vorstellen in Form von einer Recovery Station, die sich sowohl in Studios als auch in Praxen integrieren lassen, wo wir dann individuell abstimmen können, was für Produkte passen da dazu, was will der Kunde und was ist die Erwartungshaltung vom Studio, wo wir uns darauf freuen, wenn man mit uns in Austausch tritt und bespricht, was so die Anforderungen sind. Das Thema Regeneration ist, denke ich, in jedem Studio angekommen. Der Kunde erwartet Lösungen auch im Studio und wir haben Produkte und Möglichkeiten mit unseren Recovery Stations das Ganze auf die Fläche zu bringen. Sprecht uns einfach an oder kommt vorbei.